Verprügelt mit einer Punchline. Hi und herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines. Mit mir an meiner Seite Jonas Imam Falk Pilcek. Ich bin Ivan Thieme. Ihr seid da, wir sind da und wir sind wieder zu dritt und wir haben Bock und ich habe einen Espresso getrunken. Und du bist gerade richtig auf Espresso. Ich kam heute nicht aus dem Knick, aber hatte dann doch krass, wie das einfach wirkt. Das ist wirklich eine der Sachen, die funktionieren einfach. Du trinkst irgendwie Koffein und es macht was mit dir. Und ich frage mich, ob das so eine Low-Key-Droge ist eigentlich. Das ist eine Droge. Also so, mein Schatz, das ist eine Droge. Aber warum wird es nicht, keiner sagt ja zu Kaffee Drogen, man sagt zu Haschisch oder Marihuana Drogen oder ja. Man sagt zu was sagt man, was schnupft man? Was gibt's noch für Drogen? Komm, gib mir noch eine Droge. Warte mal. Schablanskis. Wie bitte? Morse. Knarfen? Knarfen? Nee, Koksen ist auch. Wollen wir nach der Folge noch einen Knarfen? Knarfen. Das klingt so ekelhaft. Ja. Und ich glaube, früh morgens geht es gar nicht so sehr. Also, ich habe selten das Gefühl, also, pass auf, ich bin jetzt im Büro. Also, gerade nicht, aber ich bin normalerweise seit. Wow, dude, ich habe so wenig geschlafen, du kannst nicht einfach sagen, ich bin jetzt im Büro. So, weil ich denke einfach nur, sind wir im Büro? Moment mal. Ja. Ist das ein Meeting? Ja, ja. Und da gibt es eine Kaffeemaschine und da kostet nichts etwas. Also, du kannst aussuchen zwischen Kaffee schwarz, Kaffee mit Milch, Kaffee Alü. Du kannst heute wirklich nicht so Sachen zu mir sagen wie da kostet nichts etwas. Ich habe gerade angefangen, ich bin gerade in ein philosophisches Loch gefallen, was das bedeuten könnte, wenn nichts etwas kostet. Die haben vorher so absurd kleine Preise gehabt, so 15 Cent für einen Kaffee, aber dann haben die uns gesagt, nee, das ist jetzt for free. Und das ist schon eine große Geste, finde ich. Aber Moment, das heißt, ihr habt da noch immer 15 Cent dafür bezahlt? Wird das von der Lohn ab oder müsst ihr die reinlegen? Nee, wir müssen die wirklich so reinscoopen. Pass auf, aber das ist gar nicht der Punkt. Und du jetzt bist so auf Koffein, das ist ja insane. Pass auf. Und jetzt bin ich jetzt so eine lustige Energie. Du bist hier, ich bin hier und Ivan ist. Pass auf, und ich bin jetzt der Typ, der für morgens sich einen Kaffee zieht, obwohl ich nie vorher Kaffee getrunken habe, einfach weil es da ist. Gefährlich. Das ist so ein Automatismus und den, ich glaube, ist nicht gut, weil. Herzlichen Glückwunsch, du wirst wahrscheinlich jetzt koffeinabhängig sein. Nein. Hundertprozentig. Nein, ich habe doch 2 Wochen keinen Kaffee getrunken. Das war mein erster Espresso seit 2 Wochen. Man merkt's. Ja. Wisst ihr, was ich mit Koffein immer habe? Ich persönlich mag ja Koffein sehr, aber ich tue mich wahnsinnig schwer damit. Ich sag mal so, ich habe ja auch meine Erfahrungen gesammelt, ich bin irgendwie der Jüngste. Ich weiß schon, wie man die ein oder andere Substanz dosiert. Ja. Das kann ich. Aber ich weiß nicht, wie man Koffein richtig dosiert. Ich weiß nicht, ab welchem Milligrammwert funktioniert's, wo ist zu viel, wo, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß auch nicht, was ein Kaffee, wie ich viel Milligramm. Ich frage einfach die Barista unten und dann sage ich es dir, was zu viel ist. Aber weißt du, wenn du jetzt einen Kaffee, nehmen wir mal an, wir holen uns jetzt alle einen Kaffee, 0,2er Kaffee schwarz. Ja. Was glaubt ihr, wie viel Koffein hat das? 10 Milligramm? 2. 2? 2. Einfach 2. Du sagst 10, du sagst 2. Milligramm. Du sagst, was für eine Einheit hast du? Ich habe keine Einheit bisher festgelegt. Einfach nur 10, einfach nur 2. 2 mal 2. 2 Koffein. 2 Kilo. Aber Koffein wird in Milligramm angegeben, ne? Ja, also es sei denn, du willst dich umbringen. Ja. Pass auf, könnt ihr euch noch erinnern an die Frau, die mir die gefrorene Suppe gemacht hat? Das war die gleiche. Und die gefrorene Suppe? Die Frau, die mir Klumpen, den kleinen Klumpen. Ich kann mich an die Geschichte erinnern, aber ich muss dir sagen, ich kann mich nicht an die Frau erinnern. Ich habe sie noch nie gesehen. Ja. Und hör auf, mir solche metaphysischen Probleme zu stellen. Und das war die Frau, die mir dachte, als ich Suppe to go gesagt habe, dass ich einen gefrorenen Klumpen Suppe haben möchte. Und ich war wieder bei der. Und hier ist, wie sie mich, ich komme rein und sie ist so. Ich sag so, ich hätte gerne einen Espresso und diesen Bagel. Und sie sagt so, Espresso zum Mitnehmen oder zum Mitnehmen? Ich war so, witzig, du hast gerade zweimal zum Mitnehmen gesagt. Sie so, nein, habe ich nicht. Ich war so, oh, okay. Pass auf, das war der Start. Oh Gott, und dann, so unangenehm. Und dann war sie so, nee, habe ich nicht. Also, nee, habe ich nicht. Ich war so, okay, ich will mich jetzt nicht. Aber vielleicht war das Code. Vielleicht gibt es Espresso zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen. Und da ist dann so ein Schuss Heroin drin oder so. Ja, ja. Nee, also ich glaube, sie hat sich einfach, es war einfach ein freundlicher Versprecher und ich habe es angesprochen und sie war dann sauer auf mich. Ja. Pass auf, und dann macht sie den Espresso und dann fragt sie, zum Mitnehmen? Und ich war so, was machst du hier? Du hast gerade 3-mal zum Mitnehmen gesagt. Ich hab den Podcast gehört. Pass auf, und ich war dann so, zum Mitnehmen? Und sie so, ja, ist doch gut jetzt. Also, und ich war so,
Und ich. Ich glaube, da trinkt. Kreuzberg Niederbrechen. Nee, das ist so eine Spanier. Da trinkt jemand seinen eigenen Espresso, glaube ich. Weil, wenn die den ganzen Tag das trinkt, was du gerade getrunken hast, würde es absolut erklären, warum sie so drauf ist. Die ist voll high auf ihrem own supply, glaube ich. Und ich war dann so, und ich war so, okay, wir haben gerade eine richtig schlechte Energie. Also so richtig schlecht. Und ich war so, wo ist der Hund, der hier letztes Mal da war? Sie so, hier ist kein Hund. Also so, sie war dann so, was meinst du für einen Hund? Hier sind immer Hunde. Ich war so, nein, ich dachte, das ist dein Hund, der war letztes Mal da, wir haben gesprochen. Und dann, wirklich. Und dann hat sie gesagt so, ich habe euch übrigens angelogen, mit meinem Fahrrad war nichts. Oh, wir haben es geahnt. Ich war einfach in diesem Laden gefangen und sie meinte so, ja, aber Bagel dauert noch 5 Minuten. Ich war so, nee, ich mag es nicht so warm, kalt geht auch. Und dann habe ich diesen Bagel genommen und bin dann hoch. Der war noch gefroren in so einem Sack. Ja, das war noch. Weißt du, was dein Fehler ist? Du gehst zu Läden zurück, die es nicht verdienen. Ja, kann sein. Ich würde das niemals machen. Ihr gebt mir so eine Piss-Frozen-Suppe. Wir werden uns nie wiedersehen. Ich gehe in den Laden. Aber das finde ich zu negativ. Ich finde, was man machen sollte, ist, du solltest das Beste aus der Situation machen. Ja. Zum Beispiel, wenn du mal nach dem Sport ein Eisbad machen möchtest, dann gehst du da hin und bestellst 3 Liter Suppe zum Mitnehmen. Und dann kannst du diese Würfel daraus machen und da reinschmeißen. Ja. Und dann kannst du währenddessen auch schon so dein Abendessen haben. Weißt du, in der Badewanne. Ich bin so unfassbar angewidert. Es löst einfach sich langsam auf durch deine Körperwärme und dann kannst du immer so ein bisschen machen. Pass auf, mir fällt gerade auf, wie eklig ich kaltstückige Suppe finde. Ach so, das ich dachte, weil da ein Körper drin liegt. Das ist für mich nur ein Problem. Aber kennt ihr das, wenn ihr so gefrorene Suppe auftaut und dann fällt die so das erste Mal auseinander und dann gibt es noch so große Eisklumpen und ein bisschen, könnte ich kotzen. Kann ich nicht mehr reingucken. Widert mich an. Ich jemand, der, krass, also ich habe, also Suppe kann man wirklich, gibt es eine kalte Suppe, gibt es ein kaltes Suppengericht, was man kalt isst? Gazpacho. Ja. Wirklich? Mhm. Und Gurkensuppe wird auch kalt gemacht. Gazpacho ist kalte Tomatensuppe? Genau. Ja. Und das kannst du mit mehreren Sachen machen. Übrigens nur immer, jedes Mal, wenn ich mit Gazpacho konfrontiert war ich immer nicht begeistert. Ich übrigens auch nicht. Bisschen überhyped, finde ich. Ja, das ist auch so, ein Hip. Also frühere Hipster, jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, wie die nennen, Yuppies, hätte man die genannt. Die damaligen Hippen. Eine kalte Gurkensuppe so viel besser. Oh, du Scheiße, ich Bock auf eine Gurkensuppe, du. Gurkensuppe, bisschen Senf. Guck mal, ich bin auch ein bisschen am Arsch. Bisschen Sahne, bisschen Dill. Aber wo ist denn der Unterschied dazwischen und einfach einem dickflüssigen Saft dann, wenn man die kalt trinkt? Eine Gurkensuppe ist jetzt nicht so dick. Ist es ja noch mehr Gurkensaft. In meinem Leben eine Gurkensuppe gegessen. Echt nicht? Nee. Ist im Osten so ein bisschen ein Ding. Weil wir haben ja Spreewaldgurken und so. Und die werden auch. Die werden auch hochgehypt. Ja, also das habe ich wirklich erlebt. Also jeder, der im Osten dann groß geworden ist, die sind gurkensüchtig. Ja, ich war im Osten, vielleicht eine gute Überleitung. Ich war auch. Darf ich ganz kurz, ich weiß ja, wo du gleich hin willst. Nee, Falk. Ich war am Wochenende, das unter euch aus. Letztes Wochenende mit Freunden auf so einem kleinen Haus am See in Brandenburg. Und da war du willst vorher, nicht sagen, was der, also du willst. Nein, ich möchte nicht sagen, wem das Haus. Ach, schade. Und dann Ken Jebsen. Ich war im Haus von Ken Jebsen. Du hast heute was geteilt von darüber können wir gleich noch reden. Können wir wahrscheinlich später noch drauf. Funny as fuck und sehr interessant. Ich wollte eigentlich nur einen ganz kurzen Punkt. Vor, in der Nähe des Hauses war so ein großer LPG-Stand. Ja. Und da haben die ganzen Bauern immer ihre Sachen früh hingebracht. Und dann konntest du da tagsüber die Sachen der Bauern kaufen. Und Freunde, ich hab da Gurken gegessen von einem anderen Stern. Ja. Muss ich wirklich sagen. Die waren auch insane teuer. Mhm. Also alles, was da war, ist im Verhältnis zu normalen Ladenpreisen. Doppelt, würdest du sagen, doppelt? Oder? Weiß ich nicht. Ich habe für ein Kilo Pfifferlinge 20 Euro bezahlt. Würde ich schon sagen, ist aber mehr als Kilo doppelt. Ist schon echt viel. Ihr könnt es zu Hause nicht sehen, aber ich mache gerade ein erstauntes Gesicht. Ja. Jesus, fuck. Ja. Ich habe auch Puteneier gekauft. Und das Schlimmste daran ist, ich will nicht mal Pfifferlinge essen. Ja. Excusez-moi. Du hast Puteneier gekriegt. Ich hätte nicht. Irgendwie war mein Kopf gerade so krass. Ich habe voll vergessen, dass Puten auch Eier haben. Ja, also, ich dachte, die schlafen so wie Menschen. Das würde ich voll wundern, wenn Puten so geschlechtsvergehend und so. Aber bei Hähnchen ist es okay für dich? Ich weiß nicht, warum mein Kopf. Ich weiß nicht, warum mein Kopf da eine Trennung gemacht hat, weil Eier für mich immer so ein Huhn-Ding waren. Hm. Ich stand auch davor und war so, was ist das? Und die Frau war ein Putenei und ich war so 2 Sekunden ruhig. Okay, dann nehme ich 3 davon. Ich wollte nur die Gurken loben. Berlin ist schön, aber Brandenburg hat das bessere Gemüse. Jetzt erzähl von deiner Karriere. Ich war Leipzig für die Aufzeichnung von Olafs Club in der MDR Spaßzone. Und wollen wir Olaf grüßen? Wir sind so weit, dass wir Olaf grüßen können? Ja, wir grüßen Olaf an dieser Stelle. Glaubst du, er wird den Podcast hören? Ihr wisst ja, wie er gekleidet ist. Ja. Mit diesem Pulli. Außerhalb der Bühne,
richtig guter, richtig gut gekleidet, finde ich. Der sieht außerhalb, das ist kein Charakter, der läuft immer so rum und jetzt immer so drauf. Nee, ich verstehe, ach so. Hä? Wir verstehen schon, das ist das Problem. Ach, ich glaube nicht, dass das ein großes Ding ist. Ich glaube, die Leute wissen das heutzutage. Also Beate Schröder wussten sie es lange nicht. Das stimmt. Also das stimmt. Ich dachte nur, er ist außerhalb der Bühne sehr gut gekleidet. Macht der nicht auch Punkmusik? Weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall. Nee, wirklich. Ich glaube, der macht nämlich auch viel mit seiner Band. Ja. Der ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ. Pass auf, wir hatten ja immer. Es gibt zwei Dinge, die ich sagen möchte. Einmal, ich bin die erste Funny Story. Und zwar, ich bin am Leipziger Hauptbahnhof angekommen und ich habe eine Beobachtung gemacht. Und ich glaube, das ist eine hacky Beobachtung, aber ich bin trotzdem stolz darauf. Und sag zwar, jetzt nicht, dass sie einfach komisch reden oder so. Nein. Bitte nicht. Das wäre jetzt richtig so. So viel Lebenszeit haben wir nicht mehr. Wisst ihr, wie lustig das ist, wie die reden? Nee, das ist so lustig. Pass auf. Der Leipziger Hauptbahnhof oder der Hausmeister von dem Leipziger Hauptbahnhof. Der Hausmeister? Irgendeiner muss es entschieden haben. Wie klein ist der Leipziger Hauptbahnhof? Der ist riesig. Das ist der größte Hauptbahnhof Europas. Der ist unfassbar. Der ist zu groß. Wir haben einen Hausmeister. Er ist auch wirklich schön. Da gibt es so eine Halle, so die Eingangshalle. 40 Meter hohe Decken gefühlt. Und da gibt es halt deren Boden ist halt so Vierecke. Sorry, wie absurd wäre es, wenn die einen Typen hätten, der sich um das ganze Haus kümmert. Deswegen war ich auch gerade verwirrt. Es wird vielleicht zwei geben. Also es wird nicht viele geben. Riesig. Wer glaubst du, fegt das durch? Die beiden alten Männer, die da gerade vorbei haben. Abends, nachts, als ich zurückgefahren bin, voll cool, weil der ist dann fast leer und dann gibt es, das ist ja die riesen Eingangshalle und dann gibt es da schwarze Blöcke und wir haben mit einem Kumpel so den Koffer genommen und versucht so wie so Curling, das in einen Block zu schieben. Das hat mega Spaß gemacht. Aber pass auf, ich komme da am Tag an und ich sehe, es läuft, mein erster Eindruck war, ich komme raus und sind Obdachlose und da läuft klassische Musik. Und ich dachte, krass, die hören klassische Musik. Ich dachte, das war deren Entscheidung. Also so, das war, sind so am Cribwalken zu Mozart. Gustav Mahler. Pass auf, die chillen da so. Ich dachte, ich bin in einer anderen Welt. Da läuft so Chopin und so. Und die chillen da einfach. Man kommt wirklich jetzt so einen Obdachlosen einfach Moonwalken zu Chopin am Eingang vorbei. Du bist da, wir sind im Osten. Ja. Das ist offensichtlich der Osten. Und ich hab's meinem Kumpel Jan erzählt und der musste lachen. Und er meinte so, nee, Ivan, die spielen klassische Musik, weil die vertreiben wollen. Ja. Was ja auf eine Art, finde ich, auf voll vielen Ebenen komisch ist, weil was, wenn es denen gefällt und dann wären das so richtige Kenner und dann kommen die raus aus diesem Umfeld und fangen sich. Das ist nicht das Problematische daran. Genau, aber also ich stelle mir einfach vor, wie die sich dann daran gewöhnen und das auch wirklich mögen. Weißt du, was ich meine? Glaubst du, einige mochten sie schon vorher? Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Also, nee, aber klassische Musik wird tatsächlich eingesetzt, um Jugendliche fernzuhalten. Da gibt es wirklich. Ja. Echt jetzt? Ja. Aber was ist der Unterschied zwischen Jugendlichen und Obdachlosen? Das weiß keiner. Also, beide haben wenig Geld. Nee, aber das ist wirklich, das stimmt. Vielleicht ist es das, Leute, die kein Geld haben, rennen vor klassischer Musik weg. Nee, und irgendwann, wenn du Geld hast, gehst du wieder zu klassischer Musik über. Zack! Wow! Alter! Warum studiert ihr Soziologie? Das ist so einfach. Bitteschön, wer jetzt eine Masterarbeit schreiben möchte. Ja, hier, ist hier, geschenkt. Hast ein Thema. In England haben sie das auch gemacht mit Bushaltestellen, weil da immer die ganzen Jugendlichen rumhingen, so als Trupp. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht so gut. Ja. Und dann haben sie herausgefunden, dass Leute bis zu einem gewissen Alter, ich glaube so Anfang, Mitte 20 noch, können eine bestimmte hohe Frequenz hören, die ältere Leute meistens nicht mehr hören können. Ach, und dann haben die so diesen hohen Fiebton einfach da nachts abgespielt, weil die Jugendlichen da rumhängen und es war einfach fucking unangenehm, die ganze Zeit dieses Geräusch zu haben. Ist das asozial? Und das erwachsene Menschen laufen da dran vorbei und merken es nicht mal. Das ist so asozial. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, die Obdachlosen waren dann auch quasi nicht so wie die in Berlin. Also die waren so ein bisschen. Das glaubst du doch aber nur, weil ich Szene jedes Mal. Wahrscheinlich. Das ist der alte Filmtrick. Du kannst mit Musikleute so gut manipulieren. Das war plötzlich für mich wie so ein Bild aus so einer Renaissance. Verstehst du, was ich meine? Stell dir mal vor, die drücken sich so alle Heroin und Ivan denkt sich, sieht gut aus. Ja. Das sieht mega aus, das was die so, da machen. In jedem kleinen Winkel entdeckst du eine neue Geschichte. Weißt du, was ich meine? Also so. Und dann habe ich diese Beobachtung gemacht und dann dachte ich, ey, das ist, glaube ich, funny. Also unter der Prämisse, dass eure Obdachlosen mehr Anspruch an sich selbst haben. Mhm. Natürlich war mir klar, dass es die Strategie von Leipzig ist, einfach das. Ist eigentlich mega menschenverachtend. Ja, also, von Leipzig? Ja, ja natürlich. Ja, auf jeden Fall. Genauso wie die Leute, die auf Bänke und so diese Spikes machen. Ja, das ist das Allerletzte. Ja. Und dann hatte ich die Aufzeichnung, ich war so, ey, Ivan,
Ich hatte jetzt schon zwei Aufzeichnungen. Einmal für Olaf Schubert und einmal für Sat.1 für Nightwatch. Und in beide Aufzeichnungen sind immer komisch. Das ist nie ein natürliches Set. Du hast immer 5 Minuten, um den Leuten zu connecten. Du bist eigentlich eine Jukebox, die abspielt und hoffentlich funktioniert's. Und ich habe immer das Problem, dass ich nie in mein Set komme, sondern immer sofort, hier ist mein Material, die Leute wissen, das ist dein Material, das ist nix. Hm? Und ich bin zu dem, ich bin zu der Redaktionsleitung, war so, pass auf, ich habe ihm den Joke gepitcht. Ich war so, pass auf, ich habe diese Beobachtung gemacht, liebe Grüße an Ralf. Ich habe diese Beobachtung gemacht und ich habe ihm gesagt, ich habe immer das Problem, ich starte nie in ein Set gut. Ja. Und der erste Lacher ist wichtig. Und er war so. Das ist so nice, dass du zum Produzenten gehst und bist so: Pass auf, ich bin Shady Comic. Pass auf, ich war so, aber ich bin auf dem Weg nach oben. Pass auf. Und ich war so: Ich habe das Gefühl, ich starte mal komisch. Und ich habe gesagt: Der erste Lacher ist wichtig. Und er war so: Ja, das ist er. Und hier ist die Beobachtung gemacht, habe ich ihm erzählt. Er musste kurz so schmunzeln, weil er jetzt nicht lachen. Er war so: Nee, kannst du machen. Und dann habe ich das gemacht und dann war es ein. Ich war so, ja, ich komme aus Berlin, aber ich fühle mich in Leipzig super wohl. Es sind die kleinen Dinge, die mir gefallen. Eure Obdachlosen haben mehr Anspruch an sich selbst. Ich bin am Hauptbahnhof angekommen, die hören einfach klassische Musik. In Berlin nicht so viel klassische Musik. Also, und das war ein starker Lacher. Und dann bin ich connected mit denen und es war ein viel besseres Set. Und ich bin zu, und allein schon, dass das geht, dass ich zu der Redaktionsleitung gehe und sage, hey, das ist, was ich machen möchte. Ich glaube nicht, dass es nicht im Öffentlich-Rechtlichen passiert wäre. Weil ich ist ein guter Punkt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da ein bisschen. Aber ist das live oder was? Das war nicht live, das war aufgezeichnet. Aber dann verstehe ich, dass das ist so eine Sache, die, da muss ich mir wirklich an den Kopf fassen. Warum geben Sie denn nicht den Comedians einfach generell ein bisschen mehr Zeit, als sie dann auch 8 und den ab 5 schneiden 3 ab? Genau. Verstehe ich auch nicht. Ja. Na gut, enger Produktionsplan wahrscheinlich. Na, das kostet dann auch mehr Arbeit dann. Ich hatte dann auf jeden Fall. Aber das ist schon sehr lazy. Auch überzogen. Aber das war kein Problem, die waren echt chillig. Wie viel? Ich glaube, ich sollte 6 machen, ich habe so 20, Quatsch, ich habe es nicht Schlimmeres bei einer Aufzeichnung. Nee, ich hatte 7,5 oder so. Ja gut, ich glaube, da geht einfach noch keiner. Ich fand es mega gut, dass man mit denen so reden konnte, weil normalerweise denkt man so, die sind da voll so anti, man ist da immer so alleine, weißt du, was ich meine? Vielleicht ist aber das Problem, dass man sich das einfach viel zu selten getraut hat. Ja. Ja. Und man dann jetzt vielleicht auch einfach, wenn man das auch schon ein bisschen länger macht, auch mal hingeht und sagt, so, ich habe ja auch schon mal Stand-Up jetzt gemacht, vielleicht können wir das mal versuchen. Und ich hatte einen furchtbaren Networking-Moment und ich habe mich richtig geschämt. Das war richtig. Also kannst du Namen sagen? Ja, ja, ich glaube, nicht? Das war so, also das kann ich sagen, ist auch mega unangenehm für mich. Aber ich gebe es jetzt mal preis. Micha Mittermeier war da. Ich war so, Micha, der wusste nicht mehr, wer du bist. Oh nein, also auch erstmal das, aber so. Du bist ja immer da, wenn ich da bin, weil wir das öfters gesehen haben. Und dann waren wir auf der Toilette zusammen, so klassischer Toiletten-Moment. Und ich war so. Warum seid ihr zusammen auf Toilette gegangen? Zufällig. Ich war da, er kam rein. Und er war so, weil ich das auf Facebook gesehen habe, ich war so, du musst irgendwas sagen, ist super dumm. Ich sollte es besser wissen. Ich war so, ich freue mich auf den Termin in Berlin im Quatschclub. Und er war so, der wäre gestern gewesen. Und ich war so, oh, okay. Weil richtig dumm. Ich dachte, ich muss irgendwas sagen und dann kam das raus. Keine Ahnung. Ey, Digga, wir hatten gerade eine Pandemie. Kannst du die Leute nicht einfach fragen, und wie war's für dich? Ja, ich weiß auch nicht. Du hast ja gerade den einfachsten Gateway in jedes Gespräch. Super dumm, ey. Aber ich glaube, der hat es mir nicht übel genommen. Ach, ich glaube auch nicht. Der ist ja A, nett und B, ein alter Hase. Der kann sowas ab, glaube ich. Und lief super. Ich war sehr happy. Normalerweise bin ich immer sehr verkopft, weil meistens immer so aufhören ist es. Ich habe vergessen, wie zerrend das ist, weil man ist ab 13 Uhr da und dann wartet. Aber so nervig. Leute waren cool. Ich habe mich dann mit den Corona-Leuten angefreundet. Nee, mit so zwei, da kann man sich direkt testen lassen und das waren so zwei jüngere Leute. Uli, großen Applaus. Liebe Grüße an Uli. Ist Uli eine Frau oder ein Ulrich? Weil Uli hört jetzt, glaube ich, diese ist Folge. Ist Uli eine Frau oder eine Ulrich? Sie heißt Ulrike und studiert Medizin. Und spielt Golf. Und sie hatte mir von einem Date erzählt, wo sie Minigolf gespielt hat mit jemandem. Aber nicht nur mit irgendjemandem, sondern den deutschen Meister im Minigolf. Und sie hat ihn fast geschlagen. Und er hat an den. Er hat es nicht gut gemacht. Er war so: Alter, was passiert hier? Sie ist so gut. Aber ist auch so dumm. Du bist deutscher Meister vom Minigolf und du lädst sie zum Minigolf ein. Und in diesem Schuppen, wo man das aushält, ist dein Gesicht einfach groß. Oh, ist das unangenehm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ist das so dumm? Doch, ist es. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, Frauen Dates sind. Dates zum Set nehmen? Nee, aber Frauen sind schon beeindruckt von Leuten, die so bei Minigolf-Anlagen rumhängen. Ja. Also, das ist wirklich. Aber wenn du da hängst. Sie spielt ja Golf.
Ach, also, ich spiele ja richtiges Golf. Also, ja, aber ja, guck mal, wie peinlich ist das denn? Ja. Also erstmal Minigolf kann man vielleicht noch machen als ja. erstes Date. Ohne Scheiß, Minigolf als erstes ja. finde ich gar nicht so schlimm. Das finde ich eigentlich kannst ganz niedlich. Kannst du machen. Das kann man außer du bist Meister darin. Genau, das ist die einzige ja. Möglichkeit, wie es nicht geht, ist, wenn du der deutsche Meister bist. Das ist wie bei Comedy. Nee, oder du spielst mit Absicht schlecht. Er hat sie dann, glaube ich, also sie meinte, er hat sie dann gewinnen lassen, was ich dann auch komisch finde, weil das finde ich irgendwie nicht gut. Ja, aber das ist doch unser beider Mindset, ja. dass er denkt, ich gewinne aber um jeden mal, Preis. Guck mal, Jonas, sie hat ihn gesehen bei der Sache, die er am besten kann. Das kann nur backup gehen. Verstehst du, was ich meine? Eigentlich sollte sie. Und das, was sie am besten kann, ja. ist Minigolf. Aber vielleicht ist es nur das, was wir denken, was er am besten kann. Stimmt. Bruder, seine Prime ist, wenn sich da so eine Windmühle vor einem Loch dreht. Und das ist scheiße. Ist das nicht eine gute Metapher fürs ganze Leben? Ja, gut. Ja. Was bist denn du jetzt so versöhnlich? Ich weiß nicht. Hast du einen Softspot für Minigolf? Warum nicht? Ja, ne? Warum ja. nicht? Ich mag einfach Leute, die gerne kleinere Sachen machen. ja. Die ein Auge fürs Detail haben. Ja, ja. Weißt du, nicht immer in großen Schritten, großspurig. Ja, und ich habe spontan den Olaf vorher gefragt, ob er Werbung macht. Und er hat es tatsächlich gemacht. Er hat es gemacht, ja. Vielen Dank, Olaf. Danke, genau. Olaf. Ey, das genau. freut mich wirklich. Das war sehr lieb. Das werde ich nämlich meinen Eltern schicken, weil meine Eltern sind riesige Olaf-Schubert-Fans. Der ist ja auch, also wir vergessen manchmal, wie riesig der ist. Riesig. Der Typ. Ja. Also das dürfen wir echt nicht verpennen, auszuschneiden ja. und auf ja, ja, Instagram ja, ja. zu posten. Und weißt ja. du, meine Mutter wird so einen weirden Stolz haben und denken, ja. wir werden jetzt alle drei automatisch berühmt. Und ich ja. freue mich drauf, ihr das zu allen meinen, also ich kann das beiden meinen Eltern ja. schicken und die würden, glaube ich, na, mein Vater nicht, aber meine Mutter wird, glaube ich, ja. wissen, wer Olaf Schubert ist. Meine beiden ja. Eltern waren mehrfach bei ihm live. Die, sind, ja. die finden ihn richtig. Der ist ja auch so ein, er kann der auch ist alles gut. so ein bisschen, ja. ne? Ich habe ihn auch schon live gesehen, das war echt gut. Und, ich fand ihn auch im Fernsehen. Ich habe ihn nie live gesehen, aber ich fand ihn auch im Fernsehen von den ganzen Comedians, auch so von den 90ern ab immer so. Der hatte auf jeden Fall was. Der war auf jeden Fall immer echt irgendwie funny. So. Ja. Und ich habe den Stadthalle Cottbus gesehen. Furchtbare Location. Ja. In einer furchtbaren Stadt. Ja. Und der Typ kommt mit 5 Minuten Cottbus-Material. Ich war ja. so, Dude, ist ja. der, holy shit. Der ist aber schon auch so ein bisschen ostzentrisch in dem Sinne, dass er hauptsächlich da auftritt. Oh, ne? Das weiß ich nicht. Vielleicht. Ich weiß, dass es auf jeden Fall nur ein Problem ist. Da was auszuverkaufen. Also, ja, nee, das glaube ich. Aber ich glaube, er hat doch mehrere Tage. Das der macht das ja auch in Berlin so 20 Leute, die, Jahre also, oder so. Krömer ist ja auch in Berlin-Brandenburg eine größere ja. Nummer als zum Beispiel jetzt in Bayern. Da ja, kennen ja. ihn sicherlich auch Leute, aber hier ist 100%. Hier, wenn Krömer hier was macht, dann ist ausverkauft. Wie heißt dieser Typ, dem ganzen Gag es ist, Witze zu erzählen? Markus Krebs. Ich glaube, der zum Beispiel ist eher ein Westing. Ja, ja. So, ja. Der hat dann eher so den ganzen Pott. Ja, den kennt hier keine Sau, glaube ich. Habe ich ja. nämlich auch das Gefühl. Ne? Wahrscheinlich sind einige Leute schon regional mehr eine Nummer als ja. woanders. Ja. Na, bei Comedy war auch hauptsächlich Westdeutschland stimmt. und so. Stimmt. Ja. ja. Nee, ist mega nice. Aber hat er wirklich gesagt, verprügelt mit Punchlines? Er hat es nicht gebutschert. Also, das ist. Weil er ist Profi. Ich habe es ihm eine Minute vorher gesagt. Und die meisten so, ja, Leute vergessen das schon danach, verprügelt mit oder er war so verprügelt. Er hat sogar so eine gute Überleitung geschafft. Mhm. Und das war direkt also vor der Anmoderation. Das heißt, das wird, glaube ich, nicht rausgeschnitten. Kann nice. Ich mir nicht vorstellen. Und kleiner Tipp. Für uns immer, oder die Hörer. Generell, oder eher für euch, immer mit den Social-Media-Leuten anfreunden. Oder oh na, was glaubst weil, du denn? Ich hatte dann für die so ein paar Stories gemacht und ich habe mich, normalerweise bin ich nicht der Story-Typ und ich versuche das ein bisschen mehr zu machen. Und die waren voll dankbar, dass man da so auch Promo gemacht hat. Oder bei jedem ja. Gig, wo ich bin, knutsche ich nach 10 Minuten mit dem Cutter. Ja. Ich bin so, wer macht den Schnitt? Ja. Hier ist meine Zunge. Die waren auch sehr, sehr lieb. Also das klingt irgendwie brutal. Sehr, sehr liebe Leute. Ich knutsche mit dem Cutter. Aber muss aber jetzt ich weiß nicht, was eure Erfahrungen sind, aber in 99% ist das ganze Team, ja. was um eine Produktion ist, übelst nett. Ja, ja. So Sound, Licht, ja. Catering, mit ja. denen komme ich immer gut klar. Je höher ich die Hierarchieleiter hochgehe, da ja. fängt es eher ein bisschen ja. an zu krisseln. Ja. Mit den Catering-Leuten finde ich immer mega. Ja. Aber das ist halt auch wirklich die arbeitende Schicht. Die müssen ja. auch einfach sich benehmen, weil die ja. mit anderen Leuten umgehen müssen und weil sie nicht die höchsten Tiere sind. Das fördert natürlich ein soziales Verhalten. Ja. Und auf eine Art ist man dann. Die noch mal ein bisschen. Ich glaube, ich habe dann auch mit der Maske so geredet und die war so voll lieb und ich brauche das irgendwie mit diesen, irgendwie mit jemandem reden sozusagen. Also es ist immer noch eine TV-Aufzeichnung, das ist dann immer schwierig. Und ich hatte bei einem Kumpel gepennt, liebe Grüße an Jan und Leonie, also wenn ihr das hört, sehr gute Gastgeber. Und du hast gerade ja. eine Kopfbewegung gemacht. Weirde Pause. Die war so von wegen, ja. ich habe was geklaut bei euch. Nein, das war die Bewegung. Ich warte,
eine witzige Sache, die mir da passiert ist. Und zwar, ich habe in Jans Zimmer gepennt. Und ich finde es immer komisch, in einem neuen Zimmer zu schlafen, weil man nie genau richtig schläft. Weird. Man ist immer so ein bisschen. Du hast gerade den Namen so gesagt, als würden wir den kennen. Kennen wir den? Ich kenne Jan, glaube ich. Er war schon öfters bei Live-Shows. Okay. Vielleicht jetzt Jan nicht. Jan Rager? Nein. Aber auch liebe Grüße an Jan. Okay. Pass auf. Das ist eigentlich nur ein kurzer, witziger Moment. Ich habe. Der hatte so eine Standleuchte und er hat zu viele Kissen im Bett. Und nachts um 3 Uhr ist mir ein Kissen auf die Standleuchte gefallen und das Ding ist angegangen und es war wirklich genauso hell. Und ich weiß nicht, es war so. Hast du als Reflex dein Material gespielt? Nee, ich habe so gemacht. Ich habe aus Reflex so gemacht, ich weiß nicht wieso. Okay, das ist funny. Aber. Vielleicht bist du so eine ukrainische Born-Version. Kann sein. Ah, das. Ja. Immer, wollen wir es mal ausprobieren bei ihm? Ja. Ja. Wenn wir mal unterwegs sind, dann machen wir dich nachts mit Licht wach und gucken, was passiert. Ich war so richtig. Und dann wusste ich nicht, wo das ausgeht und ich musste den ganzen Stecker ziehen. Weil es war so plötzlich so eine Paniksituation. Hast du am Kabel den Stecker gezogen? Ja, ich habe nicht diese. Oh, das macht man aber nicht. Diese Taste gefunden, wo man nochmal das raufdrückt, sondern habe den ganzen Stecker gezogen. So macht man Steckdosen kaputt, sagt mein Papa immer. Ja. Immer entweder direkt zur Steckdose ziehen oder Knopf, aber nicht am Kabel. Ja, ist nicht das gut, wurde mir auch oft das gesagt. Aber muss man schon, das macht man nicht, ne? Meinte auch, ich soll das erst ausmachen, bevor du es gezogen hast, ne? Ja, okay, aber das ist auch ein bisschen OCD. Nee, das Problem ist eher so, wenn du das jetzt da ziehen würdest und du machst es direkt am, ist okay, aber wenn du jetzt da einfach das Kabel nimmst und rupst, das ist einfach richtig schlecht fürs Kabel. Ich glaube, das ist so ein Ostding, weil wir haben schlecht verlegte Stromkreise, glaube ich. Ja, ich weiß Strom. Ja, es gibt manchmal so Ostsachen. Wisst ihr, wie viele Zuschriften, wir haben irgendwann mal darüber geredet, dass ich so ein wahnsinnig weirdes Ding habe, wie ich mich abtrockne, dass ich erst meinen ganzen Körper so mache und ich habe. Es gibt manchmal Sachen, von denen glaubt man nicht, dass sie einen Spot bei Leuten hidden. Ja. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, nur von Aussies, die mir alle erzählt haben, dass sie das auch machen. Vielleicht ist es ein Ost-Ding, I don't know. Ich glaube schon. Ja. Ist es so, vielleicht habt ihr das alle mal unterbewusst im Kindergarten gelernt oder vielleicht. So? Vielleicht. Von irgendeiner alten Erzieherin, die noch, weiß ich nicht, beim Bund Deutscher Mädchen gedient hat oder so. Hm. Ich glaube, das ist. Hat man beim BDM gedient? Ja, irgendwie schon, oder? Also ich fand nur die Formulierung interessant. Locker, ja. Glaubt ihr, man konnte auch damals als Mann bei den ich weiß nicht, wie offen man da damals war. So, irgendwie ich so glaub, ein junger Nazi ist so, also ich identifiziere mich als ich auch BAM! Grad, ich wollte auch gerade sagen, das war nicht die Zeit für solche Art von Gesprächen. Ja. Komm später wieder. Das ist so nice. Wenn sich dann jemand an die Antidiskriminierungsstelle wenden wollen würde. So, okay, pass auf, das ist nicht der Vibe, den wir da haben. Aber was wäre denn, okay, das ist jetzt wirklich eine schwierige Diskussion, aber was wäre denn, wenn die Nazis gewonnen hätten und das Dritte Reich hätte weiter existiert und dann irgendwann wäre Hitler an Altersschwäche gestorben oder so, dann hätte sich hier irgendwann auch wieder so eine weirde Routine einfach entwickelt. Und dann wären vielleicht auch Leute angekommen und haben gesagt, naja, wir können jetzt auch mal hier und da, können wir auch mal ein bisschen die Schrauben locker machen. Solange blaue Augen, dann ist gut. Das wäre quasi so. Interessant. Lange blaue Augen. Nee, so. Sie hatte lange blaue Augen. Nee, ich glaube, so schönes, rundes Haar. Die hätten es, glaube ich, das klingt zu richtig. Das klingt. Du könntest voll gut Nazi-Schlager machen. Ja, ich glaube. Vielleicht ist das deine Nische. Ich stelle mir auch vor, das Musikvideo, wie du auf so einem alten Fahrrad einfach langfährst und das einfach singst. Und dann ist einfach eine Frau, die so FX, die wirklich so Schneckenaugen hat. Sie und rundes Haar. Rundes Haar um die Augen. Schöne, lange Augen. Das ist so Karel Gott, ne? Ich dachte Rudi Carrell. Ja, stimmt, es ist mehr Rudi Carrell, Dings. Ja. Ich glaube, wann macht Max Rabe wieder etwas? Ich habe das Gefühl, der kommt alle 3 Jahre aus. Ich habe letztens ein Max-Rabe-Interview gesehen. Echt, der covert jetzt das Samra-Album gerade. Das Samra? Ach, warte mal, wer war das nochmal? Scheiße, wer war das nochmal? Samra, ganz dünnes Eis. Samra ist der Typ, der gerade Vergewaltigungsvorwürfe. Scheiße. Vorsicht damit. Das habe ich mir gehört. Einfach keine Ahnung. Nee, weißt du, warum ich das gesagt habe? Gestern Abend war ich bei Hamdi Döner nach der Show. Ich musste was essen. Ich war mega, mega hungrig. Hamdi ist der vorne an der Kreuzung. Genau bei mir, Kleistpark. Ja. Wart ihr schon da? Original nach noch so. Original von 1811 oder so. Ja. Guter Döner. Ja. Lass ihn nicht drauf kommen. Guter Döner. Hier ist das Ding. Die haben jetzt ein Schild vorne an ihrer draußen, weil jetzt ist der Verkauf wirklich so direkt am Fenster, wegen Covid, man geht nicht mehr rein. Jedenfalls ist da unten so ein Schild und da sind so Fotos von so Promis, die da waren. Und der erste Promi, der ganz groß drauf ist, ist ein gewisser junger Rapper, der jetzt in sehr großen Schwierigkeiten ist und sein Name steht sogar noch so daneben. Und dann ist er so mit dem Döner-Typen und die machen beide so Peace-Sign. Das ist und ich dachte so, das ist so awkward. Ja.
Ich habe auch das Gefühl, hat ihm schon jemand Bescheid gesagt? Ja. Weil ich glaube nicht, dass der auf Insta rumhängt, der ist 50. Ja. Das ist ein guter Punkt, ich weiß das gar nicht. Es neben Samras, Luke, Mockridge und du bist so, das ist zu viel. Kumpel, wir müssen, das geht nicht. Wir machen das, die sind nicht, das machen wir nicht mehr. Bill Cosby hängt dann rum. Ja. Er mit so einem Typen, der verdächtig aussieht wie ein alter Hitler. Du hast echt einen schlechten Geschmack in Menschen. Was ist hier los? Nee, ich glaube, der ist einfach ein sehr gütiger Mensch, der in allen das Beste sieht. So, ja, er realisiert es nicht. Er ist so mit Charles Manson und er hat hier so sein Hakenkreuz auf die Stirn geritzt. So. Ja, Mann. Oh Mann, echt. Funny. Und dann war ich, hatten wir die Idee, auf einen Foodtruck-Festival zu gehen. Hm? Wenn ihr jetzt Foodtruck-Festival denkt, was? Denk sofort an Tacos. Was fällt, was, welche, denk was? An den leckersten Transport. Transformer-Film aller Zeiten. so ein Transformer, der transformiert sich zu so einem Burrito-Stand. Burrito-Stand. Und alle sind so, nein, sei kein großer Roboter, mach wieder das andere. Was noch? Also Tacos, diese Food. In Leipzig? Genau. Tacos in Leipzig. Unterschätzt mal Leipzig nicht. Okay. Also, stimmt. Die waren ja immer das neue Berlin. Deswegen, 20 Jahren. Genau, und deswegen gehe ich gerade Tacos. Weißt du, ich bin ja auch oft in Leipzig und Leipzig ist schon so ganz weird von wegen, ganz schön, und auch Nazis und, und dann gehst du in die richtige Richtung. Wie heißt denn der nochmal? Der ist doch ganz bekannt. Der Stadtteil in Leipzig? Konneburg, Wonneburg, Schonneburg. Konnewitz. Aber Konnewitz ist doch der linke Bezirk. Jetzt meine ich doch, wie heißt denn der gute Stadtteil, habe ich gerade gesagt? Konnewitz. Ja. Und das ist das deswegen. Also oder, sorry, wie ich ihn nenne, der sichere Stadtteil. Ja. Für mich. Auch für mich. Ja, du kannst dich noch tarnen. Ja. Du hast deinen Wachs dabei, du machst dir ganz schnell die Haare anders, weißt du, nimmst die Brille ab. Ja, aber manchmal ist man unterwegs und hat dann so ein antifaschistisches A, ohne das zu wissen, da wird man schon geboxt. Deswegen, also entweder war es richtig scheiße und es gab 6 Varianten von Bratwurst oder es war mega nice, hip, vegan. A oder B. Ja, ja. Ich glaube, es gibt keinen Mittelweg. Das finde ich auch bei Leipzig sehr interessant. Das ist nur mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Liebe Leipziger, regt euch nicht auf oder schreibt an Ivan dann. er macht den Instagram-Dings. Yes. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, Leipzig ist von vielen Städten in Deutschland so die krasseste in sich geteilte Stadt. Ja, das Gefühl hatte ich auch immer. Also so mit rechts und links so ganz extrem. Ja. Also dass so entweder du bist so volle Kanne links oder du bist so volle Kanne rechts und es gibt irgendwie gefühlt sehr wenig dazwischen. Und es gibt den Hauptbahnhof, wirklich. Ja. Es gibt so wirklich auch 2 Eingänge dort. das ist das Ding. Also. Das ist aber da, wo sie ihre Friedensverhandlungen dann in 50 Jahren machen. Also ich mochte Leipzig immer richtig doll, aber es war natürlich auch bei meinen coolen linken Freunden, die mir coolen Läden gezeigt haben. Das hatte ich auch das Gefühl. Und Jan würde jetzt sagen, ja, es ist schon so eine linke Insel. Aber ich glaube, also es ist klar, dass Leipzig auch ein rechtes Problem hat. Besonders gesehen habe ich es auf diesem Foodtruck-Festival. Da gab es viele gefärbte Ponys. Also jetzt nicht Kleine Pferde? Kleine Pferde, das ist richtig weird. Das wäre so geil. Alle pink, ne? Alle pink. Ey, stell dir mal vor, du kommst auf ein Foodtruck-Festival und überall haben sie so kleine Shetland-Ponys gefärbt und die laufen da so rum und sind hoffentlich glücklich. Glaubst du nicht, du hättest die beste Zeit deines Lebens? Ja. Ich wäre so, oh mein Gott. Das war auf dem Leipziger Messe. Bis das erste Pony dir den Taco wegnimmt. Und du bist so am Essen, bist du, alles voll schön, dann wirst du aus der Hand gerupft. Da habe ich auch gleich eine Geschichte, aber erstmal. Ja, okay, dazu. Okay. Es war auf dem Leipziger Messegelände und die Leipziger haben, glaube ich, so eine fanatische Messe. Ja, die ist auch riesig, ne? Die das ist so, es gibt ein Messegelände für das, es gibt Messegelände, glaube ich, für Messegeländen, einfach wo einzelne Messegeländen ausgestellt werden. Und das war so ein kleines Gelände mit so 2 Ebenen. Und das war, gab so diese Burgen, wo man so hüpft, nicht diese Hüpfburgen, diese Trampolinen, wo man so ranmacht, dieses klassische, war eigentlich eine kleine Kirmes, aber ohne eine Kirmes zu sein, ohne die geilen Sachen. Ich dachte, es soll ein Foodtruck-Festival sein. Eben, das hatte den Kirmes-Vibe, nur mit so Foodtrucks. Ich finde auch Trampoline und Foodtruck-Festival ist keine gute Kombo. Finde ich auch nicht. Du überfrisst dich da ziemlich dann erzählt und dann springst du da durch die Gegend. Und dann hast du nur so Leute, die so röbsend durch die Gegend hopsen. Und es hat eine Sache, die habe ich, also die geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf raus. Es war so ein, wie soll man sagen, ich weiß nicht genau, wo er kam, es war ein farbiger Mann, ich glaube Mitte 30, und der hatte so eine, kennt ihr das, so eine, Leute balancieren immer solche Sachen auf den Kopf, es gibt so berührende Bilder, wo so also Frauen so Obstkörbe auf den Kopf balancieren, und ich weiß nicht genau, welche Region das ist oder wo das am meisten das vertritt. In vielen Teilen der Welt Teilen, aber auf jeden Fall war das ein Mann, der hatte so, Deutschland ist frisch raus aus der EM, und er hatte so Deutschlandflaggen, aber nicht so so einen kleinen Korb, sondern es war so hoch wie die Decke selbst. Was? Das war Moment. So, das war so ein, also jetzt verstehe ich die ganze Story nicht mehr. Hat das auf dem Kopf? Ich kann auch nicht mehr folgen. Er hatte das auf dem Kopf, das war so ein Gewand, so ein riesiges Gestell. Das
Ein Gestell? Ich weiß nicht, ob er das gehalten hat, auch mit den Händen. Ich glaube, es war ein Rucksack, aber gleichzeitig eine Kopfbedeckung und es ging so weit nach oben. Und es war so voller tausender Fun. Eier, so künstliche Eier. Für ihn, also er hat versucht, so Deutschland so irgendwie zu so alles reinzupacken, was so deutsch ist. Und dann Eier und Flaggen. Ist nicht so schlecht. Eier und Flaggen. Und nicht so weit daneben, und, wie man glaubt. Und er hatte, ich hätte so Kartoffeln ganz, er hatte ganz ja? viele, ich glaube, vielleicht war sowas, also er hätte ganz viele auch diese Aloha Sachen, Lace, die halt so in Deutschlandfarben waren. Also er, und er hatte unglaublich gute Laune. Er hat so so ein paar Phrases gehabt, wie so, gute Laune, irgendwie gebrochen Deutsch gesprochen, aber halt immer so, so in diesen afrikanischen Rhythmus halt die deutschen Sachen gesagt. Also es gibt ja diese alles daran ist, cringed mich gerade richtig. Ich auch. Ich finde es gerade ultra unangenehm, das nur zu hören. Ich hoffe, die Story endet bald. Ich fand es unglaublich, einfach unglaublich, dass das zu sehen. Nicht unglaublich, ja, dass das er da stattfindet, und ich war muss so, ja absolut sonderbar sein. Und er hat richtig getanzt und dann so willkommen irgendwie so gesagt und also hat er versucht, auch so kleine Flaggen zu verkaufen und hatte da so einen Hut vor der da war. Und da war leider nicht so viel Geld drin. Mhm. Ich habe einen Euro reingeworfen, weil es mir einfach furchtbar leid getan hat. Aber ich dachte mir so, ach krass, er hätte niemals gedacht in seinem Leben, dass er in Leipzig auf einem Foodtruck-Festival wahrscheinlich nicht, nee. Das machen muss. Ja. Und ich hatte einfach, ich kam nicht auf dieses Dings hier da, weil die Leute haben zwar, die haben ihn nicht so komisch angeguckt, aber der war quasi da, ohne nicht da zu sein. Ich kann es nicht beschreiben, aber er hat sein Ding durchgezogen. Ich werde mich niemals beschweren, irgendwo zu spielen. Ich meine, er hatte den Harten, nicht du. Also, ja, weirdes Publikum, was auch immer. Alter, der hat einfach da. Und dann hat er so sein. Ich wusste, das war auch, es war riesig. Und ich wusste nicht, ich hatte kein Gefühl dafür, wie schwer es war. Und hätte es mal so abgelegt, um Pause zu machen. Und er war wirklich. Im Arsch. Dann. Ja. Er war wirklich 100%. Im Arsch. Aber trotzdem alle Leute angelächelt, freundlich gewesen. Ich hatte so ein großes. Ja, weil er muss. Natürlich, weil er muss. Der, das ist sein Gig, ist höflich sein, und nett sein. Guck mal, ich liebe Deutschland, bitte hau mich nicht. Ja, und es war wirklich heftig, das zu sehen. Oh, das ist eine übelst starke Story irgendwie. Ja, ne? Ja, so und Essen ist ganz schlecht geworden. Essen war nicht Essen war kacke. Zu teuer. Und was hast du gegessen? Jetzt kommt die Lapai wieder. Da, wo die kleinste Schlange war. Indisch. Und der Typ, so. Dieses Land ist so verloren. Nee, sorry. Ja. Das ist ein Ostdeutschland-Ding. Ja. Zu viel Gewürz und der Ostdeutsche rennt. Nein. Ja. Das ist eine Realität. Nein, das ist. Ich habe in Ost-Berlin Indisch gegessen und in West-Berlin Indisch gegessen. Und ich sage dir jetzt. Wie oft? Ich habe in der Schönhauserallee gewohnt. Ich habe in Friedrichshain gewohnt. Jetzt hat sich's geändert, weil es jetzt voller. Ja. Friedrichshain vor allen Dingen. Voller Leute ist ja von überall anders her. Aber Jesus Christ, also. Ja. Und wirklich, es war, also diese Barista ganz am Anfang des Podcasts, ich dachte, die war schlecht, der Typ war noch heftiger. Noch heftiger. Aber ich verstehe es auch, weil der hat da. Du hast gemeint, wo ist der Hund? Und er hat so einen Hund direkt neben sich. Hier gibt es keinen Hund. Er hat so, ich glaube, seine Frau hatte das daneben und ich glaube, die haben sich auch nichts mehr zu sagen, glaube ich. Also ich glaube, das ist so deren Gig. Boah, Bruder, du zeigst gerade ein Bild von Leipzig, was überhaupt pass auf, nicht charmant ist. Pass auf, ich hatte gerade ein schlechtes Bild von Foodtruck-Festivals. Ich glaube, der hat da. Wir sind da kurz vor Feierabend hingegangen. Das heißt, es war schon fast zu Ende. Und ich glaube, wenn man 12 Stunden in so einem kleinen Kabuff ist, hat man auch keinen Bock mehr. Aber ich hatte Chicken Masala gegessen und ich wollte mir, dass er mir eine Samosa raufpackt. Und ich hätte ihm auch mehr Geld gegeben. Ich war so, einmal Chicken Masala bitte. Und er war so, okay. Also, und ich war so, okay. Und dann hatte ich so, das war so eine kleine Portion. Ich war so, kann ich dich um einen Gefallen, oder sie, ich glaube, ich habe ihn gesiezt, kann ich sie um einen Gefallen bitten, kann ich eine Samosa raufpacken? Und er hatte wirklich mich so kurz angeguckt, als ob ich ihm gefragt hätte, kannst du mich. Kann ich einmal ganz kurz ihre Frau anfassen? Ja, genau, genau. Weiß nicht, ob da die Pause so lang gewesen wäre. Ja. Wahrscheinlich war das schon erst so, ja, mach doch. Ja, ja. Mach doch. Und ich konnte nicht fassen, also wie pumpig das war. Ja. Und ich hatte es genommen, bin dann weggegangen. Sarah, eine Freundin, hatte auch pumpig bedient. Wir sind beide so, so heftig raus. Dann sind wir an den anderen Stand und dann hatten wir uns einen Apfelstrudel gekauft. Der war wirklich lecker, aber es gab so eine Aktion, wo man noch eine Kugel Eis und Vanillesoße raufmachen konnte. Ich war so, können wir Vanillesoße? Also sie war so, nee, gibt's keine mehr. Und dann sind wir gegangen, haben aufgegessen. Jan hat sich auch einen Strudel gekauft, kommt wieder mit Vanillesoße. Also so, ich find's heftig einfach nur.
Also auf allen Ebenen war das ein volles weirder Festival. Es also lief auch. Möchtest du behaupten, dass es in Teilen dieser Republik keinen guten Service gibt? Ist das, was du versuchst zu sagen? Weil da muss ich dir widersprechen. Das kann nicht wahr sein. Wenn man irgendwo gut behandelt wird, dann ist es im Osten dieses Landes. Ja. Und zwar von jedem. Ja. Ich möchte jedes Vorurteil, was gegen den Osten hier wieder aufgebaut wird, absolut bestätigen. Lange da gewohnt, alles richtig. Aber das ist auch ein bisschen der Stolz der Arbeiterklasse. Ich finde es gar nicht immer schlimm. Und die Berliner sind ja auch rotzig bis zum geht nicht mehr. Ja, das stimmt. Also, schwierig. Also auf der anderen Seite hatte ich auch... Ich war im Norden von Brandenburg und von Berlin. Wahnsinnig nett alles. Was hab ich denn hier nur für Stories? Ich könnte euch noch eine droppen von einem schlechten Service in Leipzig. Wirklich? Ich hab, also die LPG-Frau und ich an Tag 3, da ging fast was. Ja. Eine richtig gute Zeit miteinander. Habt ihr so euch so eine Gurke genommen und jeder hat von einem Ende angefangen und habt ihr so auf euch zugeknabbert? Und nach 4 Bissen und beide so, mir ist schlecht. Das ist richtig für die Nummer. Ram. Ja. Oh Mann, ey. Wir haben Fragen. Her damit. Also bevor wir das wieder alles nur in den Plus-Content packen, wir haben noch ein bisschen Zeit für die Questions. Ja, wir haben noch Zeit für die Questions, aber wir müssen jetzt dann auch langsam anfangen. Es tut mir leid, dass du hast eine schöne Aufzeichnung gehabt, aber ansonsten hat sich dir der Osten auch ein bisschen holprig präsentiert, ne? Ja. Ach, ich kann es verstehen. Ich sag mal so, bei uns in der Ecke gibt es so ein Volksfest, das heißt das Fischerfest, so eine große Kirmes. Das ist so alles, ich komme manchmal mit der Energie auch nicht klar. Also, das verstehen. Also, aber ich letztes Mal, als ich in Leipzig war, hatte ich eine richtig gute Zeit. Und ja, also es ist manchmal sehr, sehr wechselhaft. Vielleicht hatte ich auch einfach... Manchmal hat man doch nur Pech und trifft 3 Arschlöcher und denkt dann, hier sind alle Das ist ganz gefährlich. Wir waren auf dem Weg zu einer Kanufahren in Leipzig und wir konnten einfach nicht über die Straße, weil 10.000 Biker 3 Stunden lang rübergefahren sind als Message, dass... Weil irgendwie soll es Fahrverbote für Motorräder geben in der Innenstadt und so. Innenstadt, ne? Und die waren so, nee, wir blockieren jetzt und zeigen euch, wieso das. Also die haben es nochmal unterschrieben. Weißt du, was ich meine? Ihre Macht bewiesen. Ja. Gott, als würden nicht alle schon Motorradfahrer genug hassen, oder? Ja. Also darauf kann man sich ja wirklich einigen. Ja. Oh Mann, ey. ich bin gespannt. Wie assi auch, ne? Gerade in der Innenstadt, weil die Dinger so fucking laut sind. Ja, so unfassbar laut. Es gibt auch nette Motorradfahrer, nur mal so nebenbei, ich kenne die, aber das sind meistens Leute, die dann auch eher tendenziell eine Überlandfahrt machen. Wollte ich nämlich gerade sagen, die in der Stadt ballern, ja, bin ich bei dir. Also, Tessibel fragt, für welche früheren Jokes schämt ihr euch heute? Oh, jeden. Jeden. Alles, was ihr jetzt online von mir seht, viel Scheiße. Ich hatte am Anfang meiner Stand-Up-Karriere leider menschliche Schwäche gezeigt und Memes benutzt. Dafür schäme ich mich sehr. Das kann ich verstehen. Ich habe mich gebessert. I know. Ja, also. Bei mir war ja alles gut, wenn ich so drüber nachdenke. Stimmt, du sagst immer, also ich habe jetzt auch in dem Kopf jetzt nichts, wo so eine Folge von dir würde ich fast alles klauen, auch von deinem Material. Ja. Wirklich? Okay, ich wollte jetzt eigentlich, ich habe nur Spaß gemacht, aber okay. Nee, also ich überlege gerade, ich habe bei meinem. Schämen ist ja auch ein großes Thema. Okay. Ich überlege. Ich habe Jonas schämen würde ich nicht, aber es gibt eine Sache, es war eigentlich ein gutes Bit, aber ich habe im Nachhinein festgestellt, es ist ein bisschen zu nah dran an einem von Michael Mittermeier, was ich ganz am Anfang gemacht habe. Interessant. Duckman. Ihr habt ihn nie gesehen, ne? Nee, glaube ich nicht. Weder von dir noch von Micha. Nee, er hat so ein Bit darüber, über Batman. Doch. Und er meinte, Batman ist eigentlich super weird, weil du wirst so ausgeraubt, ne? Ja. Und dann kommt aus dem Nichts so ein Typ in einem Lederanzug, der irgendwie anfängt, den Typen zu verprügeln, der dich ausraubt. Und er meinte so, aus Solidarität würde man eigentlich eher mit dem Räuber solidarisieren und sagen, weil der gerade auf den Sack kriegt. Weil dieser fucking Perf uns angreift. Ja. So, der ist viel weirder. Ja. Lass mal lieber den zusammen fertig machen. Ja. Und ich habe ein Bit über Duckman. Und die Prämisse ist einfach nur, alle Superhelden kriegen ihre Fähigkeiten durch Zufall und durch Glück. Ja. So, also Spider-Man wird von der Spinne gebissen, der Hulk wird verstrahlt, die Fantastischen Vier werden verstrahlt im Weltall, bla bla bla. So, und dann kriegen sie halt irgendwie so krasse Superpowers. Und weil ich so schlecht im Glücksspiel bin und immer verliere, wenn ich Lotto spiele und so, wäre es bei mir wahrscheinlich so, dass ich eines Tages durch den Park gehe und von einer radioaktiven Ente gebissen werde und den Rest meines fucking Lebens Duckman sein muss, der beschissenste Superheld aller Zeiten. Ja. Und da ist ein kleines Bit drin, wo ich dann meine, es wird jemand ausgeraubt, ich komme dazu und die sind alle so, was bist du? Ja, also so. Und es ist so, da ist sowas Ähnliches drin wie diese Batman-Geschichte. Ja, du wirst auf jeden Fall nicht zu dieser X-Men-Akademie eingeladen, glaube ich. Also, Die nehmen alle. Stimmt, das ist ja wirklich deren Auffangbecken. Mal überlegen. Also, wie gesagt, schämen ist halt wirklich ein großes Wort. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich mich groß schäme, weil Scham ist es nicht. Aber ich überlege gerade, ob ich mal einen Rape-Joke hatte oder so, mir fällt nichts ein. Ah, ich hatte bestimmt mal einen schlechten am Anfang. Was ist denn mit dieser Sache, wo du von dem feministischen Kombinat rausgeworfen wurdest?
Aber die waren auch so. Also, da muss ich jetzt wirklich sagen, nee. Das ist nicht so, für mich schäme. Das ist einfach ein Joke. Mein Gott, den habe ich vor 2,5 Jahren geschrieben, wo ich 1,5 Jahre Stand-up gemacht habe. Scham ist gar nicht so ein Ding. Wenn ich jetzt eher so alte Jokes von mir sehe, bin ich so, mein Gott, zum Glück sind wir so viel besser geworden als das. Ja. So von wegen ist Writing besser geworden, Performance ist besser geworden. Vielleicht sollte man sich auch nicht schämen. Vielleicht sollte man einfach sagen, ja, das war Teil des künstlerischen Prozesses. Und ihr wisst ja, seitdem wir wieder auf die Bühne kommen, habe ich keine alte Nummer mehr gespielt und dabei bleibt es jetzt auch. Das ist sehr beeindruckend. Ja. Weil. Seien wir ehrlich, Falk, die meisten davon auch eher so mittelscharf. Weißt du, wie Senf. Wie Bautzner Senf. Danke für den Callback und ich bin sogar auf deiner Seite. Nein, da sind so viele Nummern. Ich wollte nur Callback machen. Schlecht, mein schlimmster Gag, das Bit, ist ein nettes Bit. So ein nettes Bit. Das ist schon funny. Ist schon funny. Das ist schon funny. Ist schon funny. Wir haben keine U-Bahn. Ist es mega. Und ich will jetzt ein bisschen weg von, sondern eher so, Deswegen keine Scham, aber halt ein Prozess, wie du gesagt hast. Kennt ihr das, wenn man so Acts sieht und man so, oh shit, what am I doing? Also, wo man merkt, Alter, das ist noch ein bisschen mehr Tiefe und so. Manchmal habe ich das Gefühl und dann denkt man so, ja, ich hatte das was spielt man James eigentlich? Acaster. James Acaster, kann man empfehlen. Wir haben lange nichts mehr empfohlen, James Acaster. Mega fucking gut. Und jetzt gibt es sein neues Programm, was draußen ist, Hate Myself Cold Lasagne 2001 oder sowas. Die Titel sind auch immer schon so mega gut. Mega gut. Das ist einfach, wie das der Anfang von seinem Set ist. Ich will es jetzt nicht verraten. Es geht einfach nur darum, dass er jetzt cursed. Also, dass er, auf Netflix, oder? Ja, dass er jetzt dirty ist. Ja. Nee, ist nicht auf Netflix. Ich dachte, James Acaster wäre immer auf Netflix gewesen. Nee, er hat ein Vierer-Special, also das ist auch schon krass, 4 Specials in einem auf Netflix. Ja. Und er hat das Neue ist jetzt nochmal ganz, also das ganz Neue, das ist auch optisch nochmal interessant, weil sich ganz anders angezogen hat und so. Und es geht einfach darum, dass er halt auf die Bühne kommt und meint so, I curse now, und dann erklärt er im Prinzip, er macht das jetzt er hat vorher nicht mit Absicht nicht geflucht auf der Bühne oder fuck gesagt oder so, ist einfach nicht, wie er redet, aber jetzt wird er es fucking tun, weil sein Publikum ihn nervt, weil er immer diese braven Bürger bekommt und irgendwelche Studenten, die irgendwie ein bisschen zu, er nennt die immer Chrissies, zu christlich sind, und er muss die loswerden, und deswegen wird er jetzt cursen, obwohl es ihm selber keinen Spaß macht, und dann curst er sich da durch, und es ist echt fucking funny. Er ist wirklich richtig gut. Ich hatte das letztens auch, als ich mit Alex geredet habe, hat er mir erzählt, kennt ihr Pavlo? Ja, Pavlo kenne ich, beide kommen aus der Ukraine. Ja, genau. Mit dem habe ich ja auch im Autorenraum für einen Rose gearbeitet, und der macht auch sehr gut Stand-up, und Alex hat mir mehr oder minder so eine Kurzform seiner neuen Bits gegeben, und ich war so, ich fahre nach Hause und schreibe Jokes. Yeah. Das geht nicht. Das ist so gut. Ich kann nicht wissen, was ich gerade in diesem Buch habe und was er gerade macht. Und wir haben schon zusammengearbeitet, und mir gefällt nicht, wie weit wir auseinandergehen. Sofort nach Hause gefahren, Jokes geschrieben. Pablo ist ein Mörder. Ist voll krass. Fucking also, Killer. Wir haben uns auch schon ein paar Mal getroffen. Also nicht ein paar Mal allein getroffen, sondern immer so in dieser Comedy-Konstellation. Ihr könnt euch noch alleine treffen. Es tut voll gut, mit jemandem ukrainisch zu reden. Also das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Also, und ich finde das eigentlich immer so, dass du uns in jeder Folge ein ukrainisches Wort beibringst. Was ist das Wort für heute? Se hodnia. Se hodnia. Was heißt das? Heute. Se hodnia. Se hodnia. Nochmal? Se hodnia. Se hodnia. Se hodnia. Heute. Se hodnia. Se hodnia. Se hodnia. Se hodnia. Sehr gut. Se hodnia. Wie Henry Cejudo. Henry Cejudo. Apropos, Connor Dustin, ganz kurz einfach nur Dustin. Schnell. Dustin? Chael hat gesagt Dustin, also auf gar keinen Fall Dustin. Also Connor, okay, safe Connor. Hier ist, was nicht passieren wird. Chael-san hat gesagt, Dustin wird Connor auf den Boden bringen und ihn krass dominieren auf dem Boden. Connors Take natürlich ist nicht schlecht. Ich weiß, also gegen Khabib kannst du natürlich nichts machen, aber hier ist nicht schlecht. Das kann ein schlechtes Grunt geben. Ja, und vor allen Dingen, wenn Chael das sagt, ist es. Das Gegenteil wird passieren. Wir wissen exakt, dass das jedenfalls jetzt schon mal nicht passiert. Das können wir jetzt schon mal ausschließen. Das ist krass, das ist wirklich so. Ich habe, glaube ich, eine Liste gesehen, dass er von seinen letzten 24 Guesses 23 falsch waren. Scheiße. Also es ist ein Meme. Leute schreiben ihm so, hey, mach das nicht einfach. Ja. Nächste Frage ist richtig interessant. Ja. Die war auch schon sehr gut. Vielen Dank, Tessie. Ja. Dankeschön. Man konnte auch gerade so ein bisschen über. Ja. Sorry, darf ich dich Tessie nennen? Das war ein bisschen Tessie Bell. So, Agent Ingwer. Agent Ingwer oder Ingwer. Oh, sehr gut. Guter Name. Wie Agent Orange, ne? Agent Ingwer. Wie würdet ihr euren Roboter gestalten, wenn ihr bei Robot Wars mitmachen würdet? Was ist ein Robot War? Gott.
Ah, diese, wo man gegeneinander kämpft. Ist das eine gute Frage? Mein YouTube, nur ganz kurz, bevor wir darüber reden, mein YouTube-Algorithmus hat angefangen, mir alles davon reinzuspülen, weil ich ein Video geguckt habe. Ja. Ich kann nicht aufhören, das zu gucken. Ich muss da mal wieder reingucken. Ich kann nicht aufhören. Ich habe es ja gesehen, als es so in den 90ern war und wo das so rudimentär zusammengeschustert war. Aber jetzt muss es ja out of control sein mit den ganzen Drohnen und so weiter. Ist aber immer noch alles. Es gibt sogar so. Nee, aber ich meine Technologie. Es gibt sogar jetzt dann Helfer. Du kannst quasi ein Hauptgerät haben und dann noch so eine Drohne, die dir hilft. Was? Ja, ja, das ist auch schon so ein Tag-Team-Sache geworden. Also ich hätte gerne so eine riesen, ich weiß, oldschool, aber so das eine, sehr oldschool, so eine riesen Axt. Weil wenn du die hat immer gut funktioniert. Weil dir, wenn du umfällst, kannst du die halt wieder nehmen, um dich wieder rauf zu scoopen. Und aber es gibt also Dinge, wo du den so hochgeworfen bist. Ja, nicht, es gibt doch die Flipper. Die Flipper waren auch immer gut. Ja. Aber der Flipper bringt ja zum Beispiel nichts gegen einen, der sich immer wieder aufrichten kann. Genau. Oh Gott. Weil der Flipper macht ja kein Damage. Dann geht's nur noch. Der Flipper stunt ja dann, nur. Ja, aber dann musst du so Nate Diaz-mäßig die beste Batterie der Welt reinmachen, sodass er einfach länger durchhält. Ja. Er kann ihn immer wieder flippen, bis aber er aufgibt. Du kannst halt flippen zu diesen Sachen, wo du an der Wand sind doch diese Walzen, die dich so einquetschen können. Ne? Das ist halt eine Praktik. Also, aber ich finde die, wo das so trifft, finde ich immer mega geil. Das ist doch geil, da scheppert. Ja. Was ist oben dran? So eine Klinge, glaube ich. Sicher? Ich weiß musst nicht. Musst du dich jetzt meinst du eine Pike oder meinst du eine Axt? Genau das frage ich kann mich. Kann ich da so ein Elektro-Ding ranmachen? Was, eine Kettensäge oder was? Kennt ihr das so bei Fliegenklatschen, wo man dann so, wenn man auf irgendwas, so eine elektrische, so man dann weiß nicht, ob das so viel bringt. Weiß ich auch nicht, so damit die Elektronik kaputt geht? Ja, dann müsste da aber insane stark Strom durchballern, glaube ich. Ja. Ach so, du meinst so, ja. Wie so ein Elektroschock, nur gegen Roboter. Es gibt auch so kleine, ich meine, das ist auch sehr gefährlich, weil wenn beides aus Metall ist und die sind direkt aneinander dran. Zump! Dumm, ey. Das ist so ein Kamikaze-Move. Also Pika oder Axt, weil es gab ja auch so, die hatten da nur sowas hier, Ivi? Sind immer so bap, dann nur so reingepiekt. Ich glaube, eine Pike wäre effizienter. Glaube ich nämlich auch. Also mein Roboter ist ein bisschen anders als eurer. Ich habe jetzt gerade wirklich eine gute Idee gehabt, glaube ich, ohne Scheiß. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Leute das klauen. Du nimmst so einen echten Typen, der so in so einem ganz komischen Pappkarton ist. Das habe ich schon im Moment vorhin gedacht, aber jetzt habe ich, glaube ich, wirklich die Lösung gefunden, wo man auf jeden Fall gewinnt. Es ist aber relativ hardware-intensiv. Und zwar, man hat einen ganz kleinen, wie so ein Roomba oder sowas, sieht der aus. Und dann macht man 500 Gramm C4 da rein. Plastiksprengstoff. 500 Gramm. C4. Das ist ein absurder Wert. 50 Gramm reicht. Jedenfalls 2 Gramm C4 reicht auch schon. Und dann fährt man einfach in aller Ruhe auf den anderen Roboter zu. Und jagt das Ding in die Luft. Pass auf, aber innen drin ist so ein Mini-Roboter, der das überlebt, weil das ist so eine Hülle. Ja, verkapsuliert. Und das ist der eigentliche Roboter. Ja. Oh mein Gott, das ist mega gut. Das Problem ist nur, wenn du den dann so eine kleine Metallkapsel tust und da ist C4 drin, ballert das Ding irgendwo ins Publikum und jemand stirbt. Nee, vorher ist es so ein Ejection-Ding. Ejection-Ding, du wirst rausgescoopt. Ja, kurz bevor das detoniert, bumm, geht er so hoch und du siehst diesen kleinen Fallschirm in die Explosion rein dingsen. Oh, ist das episch. Nice. Ich glaub dir, das ist legal. Also, das würde gehen. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man das bauen kann. Das Problem ist, du gewinnst die erste Runde. Was machst du in Runde 2? Oh, du hast Austausch dabei. Du hast immer den gleichen Roboter. Weil das Grundkonzept ist eigentlich gar nicht so teuer. Du kaufst einen Roomba, du machst da C4 rein und dann. Ach du Scheiße, das wäre so witzig. Also ich würde einen bauen. Warte mal, kann man so Kirby-mäßig so einen Sauger nehmen, der dann einen auf und drinnen so ein Ofen ist, der dann so schmelzt? Und das dann ist eine kommt coole da Idee. So ein Riesen. So eine Turbine. So eine die Turbine. Rückseite einer Turbine, die alles reinsaugt. Und dann könnte auch schon ein Rotor drin sein, der den so. Ey, alles, was wir bauen, würde so teuer sein. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass du heutzutage, wenn du so eine richtig leistungsfähige Küchenmaschine hast, da kriegst du, glaube ich, einen krassen Rotor und einen krassen Motor raus. Wahrscheinlich. Für so Rotation. Aber wahrscheinlich. Es gibt auch so Blender bei so Spülen und so. Ich glaube, mehr in den USA gar nicht so hier. Ich habe das Gefühl, sowas haben wir hier gar nicht. Ich weiß nicht. So in den USA gibt es ja dann so. Wo du auf den Knopf drückst und auf einmal macht dein. Als Kind habe ich das gesehen. Wie bitte? Trash Disposal. Okay. Als Kind habe ich das mal gesehen in so einem amerikanischen Film. Ich war so. Ist das bei uns auch? Was passiert? Ich finde, das sieht immer übelst gefährlich aus. Ja. Ich habe das immer gesehen und war so, das sieht nicht gut aus. Vor allen Dingen, wenn es dann mal verstopft. Musst du da reingreifen. Gibt's. Oh, da krieg ich jetzt schon das Kotzen. Ja, kann ich nicht mehr drüber nachdenken. Aber so haben sich schon viele Leute in Amerika verletzt. Krass. Und wie würde euer Roboter heißen? Das glaube ich auch. Ich habe noch gar keinen gebaut. Ach so, sorry, ja. Ganz langweilig, aber ich habe viel geguckt. Ich glaube, ich weiß, was funktioniert. Roboter, tiefer Schwerpunkt, der quasi auf beiden Seiten fahren könnte, wenn er geflippt wird. Mhm. Und vorne eine riesige Schwungplatte, die sich dreht. Schwungplatte? Naja, weißt du was? Stell dir mal vor, du hast hier jetzt. Stell dir dein Roomba vor. Ja. Aber vorne hast du wie ein sehr dickes Sägeblatt. Was aber auch sehr schwer ist. Und das ist nach vorne und das dreht sich. Mhm. Weil das ist so eine Konstruktion, die in jeder Staffel kommen die weit. Ja. Das ist sowas, das hat sich bewährt. Mhm. Auf beiden Seiten fahren können. Tiefer Schwerpunkt. Wie würde der heißen?
Das ist echt wichtig. Ich habe meinen Namen schon. Also, warte mal ganz kurz. Ja, du hast den C4. Ja, C4-Bot. Und der Roboter heißt genau. Abu Hamza. Abu und der Hamza. Grund ist, es gibt einen Film namens Kingdom. Ja. Da kommt ein berühmter Terrorist vor, der nie gezeigt wird. Und die fragen immer nach dem. Der heißt Abu Hamza. Und immer wenn sie einen Araber fragen, der so mit sowas zu tun hatte, so, do you know where Abu Hamza ist? Und dann lachen die immer alle und sind so, Abu Hamza is a ghost. Und das ist, was wir einspielen, bevor er reinkommt. Nice, das ist mega gut. Wie soll ich denn da mithalten? Ja. Das ist mega gut. Oh nein, Gott, ist noch besser. Robo Hamza. Das ist Robo Hamza. Das ist das Allerbeste. Okay, ich bin fertig. Robo Hamza ist ja mega gut. Ja. Der Terrorroboter. Okay. Das ist schon viel zu gut. Ich weiß gar nicht. Boah, Digga, du kannst nicht so anfangen, wenn wir followen müssen. Ich wollte einfach nur Bob gerade sagen. Ja, das kann ich auch nicht. Robert? Robert. Das ist mal das Komische. Muss es ein Wortwitz mit Roboter sein? Weil es gibt einiges. Kennst du den Rapper? Robert Koch? Robert. Es gibt das Robert Koch-Institut. Ja. Und es gibt einen Rapper in Deutschland, der heißt, ich weiß nicht, was macht er? Robert Koch. Der hieß Robert Koch. Und es gab, glaube ich, auch mal irgendeinen Musiker oder Rapper, der sich Robert Mugabe genannt hat. Ja. Nach Robert Mugabe, dem Diktator. Dann nennen Project. Robert Mugabe ist aber auch ein guter Name für so einen Kampfroboter. Muss man sagen. Ja. Richtig guter Name. Ja, ich glaube, mein Tank ist gerade absolut leer. Alter, wir haben, glaube ich, noch nie so sehr. Was ist denn hier los? Alter, wir haben kann gerade sowas nicht. Kann ja immer. Und ich sitze immer da, wie heißt das? Wie war das zweite? John F. Chemistry. Oh. Das muss halt auch irgendwas sein, wo der, keine Ahnung, Säure verspritzt oder so. Ja. Ich habe noch nie so sehr gechoked. Ja, meiner, dann ist der Schwingende Schulze oder so. Der Schwingende Schulze. Oh mein Gott, was für ein geiler Name für so einen Rapper, der übers Drogendealen und redet und so weiter, ist denn bitte John F. Chemistry? Ja, der John ist wirklich Chemistry. Holy shit. Muss man sagen, ist ein sehr guter Ey, Alter, Name. Wenn ihr mir das klaut, dann komme ich vorbei. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe übrigens aufgegeben. Ich werde keinen Namen mehr sagen, mir fällt nichts ein und ich habe auch keine Lust mehr. Ich bin zu demoralisiert. Ja, ich so, schreiben mit Alex. Irgendwas man so, ja, mach du doch alle Jokes. Ich mache ich nicht mehr grade mit. Nee, sorry, ich bin auch gerade raus, Alter. Heftig. Wir sind in der Nähe von einer Stunde, aber ich denke, wir können noch eine Frage machen. Ja, und dann gehen wir, machen wir erstmal. Und kleiner Teaser für die Plus-Folge, die rauskommen wird. Wir reden auf jeden Fall mal kurz über Ken Jebsen. Ja. Und die Doku, die jetzt rausgekommen ist. Denn die hat es Wie in heißt sich. Die Doku nochmal? Da kann man jetzt schon mal sagen. Kuh Bono. What the Kuh fuck? Bono? Kuh Bono? What the fuck happened to Ken Jebsen? Okay. Ist auf Spotify und auf allen anderen Sachen drauf. Weil sechs falls Folgen. Falls ihr nämlich die Plus-Folge hören wollt, könnt ihr nämlich jetzt nochmal das Ding hören. Ja, dann könnt ihr bis dahin könnt ihr das nochmal hören. Muss ich mich jetzt auf Instagram nicht eigentlich umbenennen in John F. Chemistry? Entweder das oder Robo Hamza. Aber Robo Hamza. Robo Hamza ist so für die du Nische. Du hast es auch einmal mit The Real Broschek gemacht. Ja, das ist eigentlich auch ein Banger-Name. Ja, aber es ist halt zu kompliziert zu schreiben. Also das ist es nämlich. John F. Chemistry kann man schreiben. John F. Chemistry kann man sich. Oh mein Gott. Das geht. Warte mal, du müsstest eigentlich. Aber John Jonas F. Chemistry ist eher was für Twitter. Ja. Ist eher ein Twitter-Handle, merke ich gerade. Ja. Ja, hast du eine kurze, die wir wirklich so, wo du glaubst, dass wir nicht. Ich komme immer nicht drauf, klar, dass ich keinen Roboternamen habe, ey. Interessant. Warum geht das jetzt nicht auf? Oh, jetzt geht das wieder los. Ich bin auch so schlecht in Wortspielen. Normalerweise geht das schon gar irgendwie. Gar nicht. Mich ärgert es auch manchmal, dass ich das nicht hinkriege. Yo, Ist ja was, ich nenne meinen Roboter Peter Pirczek. Ist mein Sohn, Peter Pirczek. Wie findet man Motivation für Sport? Ist eine kurze Frage, würde ich sagen. Den Weg zu Sport so gering wie möglich halten, damit man gar nicht so sehr viel drüber nachdenkt. Kati Litt, hallo. Du mit deiner Kettlebell hast alles richtig gemacht. Ich mit meiner Klimmzugstange habe alles richtig gemacht. Aber man wie oft benutzt du die? Klimmzug? Jeden Tag mache ich ein paar. Ja. Gut, also aber jetzt kein Trainingsprogramm. Nee, ist kein Trainingsprogramm. Warum aber jeden Tag Liegestütze? Aber das ist ja nicht Sport. Ja, also ich habe dann, wenn ich dann mache, dann mache ich dann ein bisschen. Nee, manchmal, nee. Also ich lasse mir jetzt von dir hier mindestens. Also, nee, du weißt ganz so, ich mache jeden Tag ein paar. Ja, ja. Also wenn ich es mir dann Training vornehme, dann mache ich auch mehr und dann verschiedene auch. Okay. Ich würde auch sagen, weil ich habe ja mit meinem Fahrrad jetzt so ein Ding am Laufen, dass ich halt gerne nachts Fahrrad fahren gehe, weil mich das halt krass entspannt. Ne? Ja. Und das ist so eine Sache, da habe ich auch wirklich dann oft Bock drauf und bin manchmal richtig enttäuscht, dass ich keine Zeit habe oder dass ich irgendwo jetzt gerade nicht das machen kann, weil es regnet oder so. Ja. Vielleicht auch eine Sache, also ihr macht nicht Sport für 3 Monate und dann macht ihr keinen Sport, das ist nicht gut. Also das muss irgendwie
längerfristiges Projekt bei euch sein. Also, weil oft denken Leute, ich mach 3 Monate und dann war es das. Nee, ihr macht das quasi für euch selbst, weil ihr euch selbst an euch was. Also, ihr versteht, was ich meine? Also, und weißt du, was da ganz wichtig ist? Das hat Ethan Suplee, der Schauspieler, neulich gesagt. Er, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist so ein ganz fetter Schauspieler gewesen. Ja. Aber bei American Doch, History der war X, bei Tom. Tom Talks? Ja, war genau, da zu Gast? Genau. Ja, der war auch bei, wie heißt denn die Serie? My Name is Earl, war er der dicke Freund, Randy. Ja. Kennst du 100%. Ja, und wenn du ihn siehst, erkennst du ihn. Der ist in 1000 Sachen drin gewesen. Und der war immer maßlos fett. Ich habe auch und die Drogensüchtige. Ah, ja, okay. Ja. Und der hat was gesagt, was wirklich hängen geblieben ist. Und der meinte, es bringt halt nichts, solche Diäten zu machen, die so krass sind. Also so diese, ich esse jetzt nur noch zwischen 3 Stunden am Tag und so ein Krempel. Vergesst 16,8, zieht ihr niemals euer Leben lang durch. Vergesst. Ja. Und das ist nämlich genau die Sache. Er meinte so, man muss eine Sache finden, die man auch permanent machen kann, ohne sich kaputt zu machen, ohne dass es jeden Tag ein Akt ist, so, sondern etwas, woran man sich wirklich gewöhnen kann. Was ich früher auch gemacht habe, ich bin immer komplett ausgerastet, dreimal in der Woche, aber dann war ich dann plötzlich krank, weil das zu sehr viel für meinen Körper war. Also ich finde, Volumen ist wichtiger als Intensität, würde ich für mich sagen. Also ich habe das Gefühl, andersrum. Wenn ich also ein leichteres Workout, wo ich mehr schaffe, ist für mich besser, als wenn ich 3 Tage oder 2 Tage in der Woche ausraste. Also ich bin großer Verfechter der These 45-50 rough. Ja. Die schon aber wirklich ziehen. Ja. Oder man sagt was, so Minuten oder was meinst du jetzt? Genau, 45-50 Minuten, genau, je nachdem. Oder sind es deine Trainingspartner? 55. gegen einen 45-Jährigen. Noch 41, bam! Falkstechnik ist, er arbeitet sich von oben nach unten, was das Alter angeht. Er fängt an mit einem 100-Jährigen, dann einem 90-Jährigen. So eine Witz, für mich gibt es erstmal, um die Frage zu beantworten, was hilft zu motivieren? Rache. Rache, vergessen Leute, ist einer der größten Triebfedern der Menschheit. Was, Rache am System oder was? Rache müsst ihr euch schon selber ausdenken. Ich kann euch jetzt nicht sagen, an wem ihr euch rächen wollt. Aber ihr braucht Rachefantasien. Entweder ihr wollt jemanden umbringen, ist immer gut, weil dafür muss man im Shape sein. Ja. Jemanden killen, weil man will es persönlich halten, ist auch so und dafür braucht ihr Unterarme. Ja. Oder Rache im Sinne von, oh, dieser eine Typ hat mal das zu mir gesagt oder diese eine Frau hat mal das zu mir gesagt. I'm gonna show him. So. And now I'm gonna show him. Ah, das hat so die Selbsthasstour auch ein bisschen. Ne? Du, das braucht man, um in Shape zu kommen. Und das nächste Ding ist, ihr müsst nicht motiviert sein, ihr braucht Disziplin. Mit Motivation kann ich euch nicht helfen. Machen! Jesus Christ. Aber ich fühle mich. Ja, Kathi, also das. Ich denke, das beantwortet deine Frage. Also, nee, also, das muss man. Also, ich mache ja auch wirklich mein Leben lang Sport. Und ich bin wahnsinnig oft unmotiviert gewesen. Und ich habe es auch nicht geschafft, mich zu motivieren. Da hilft nur Disziplin. Muss man leider sagen, also, im Long Run ist es eine Disziplinfrage. Ist eine Gewohnheit auch, sicherlich. Das kommt auch. Aber die andere Sache ist, was ich halt bei dir jetzt gerade interessant, was du meintest, dass du so viel trainiert hast. Ich habe es immer wieder erlebt, ich habe es mal bei einer Freundin vor einiger Zeit gesehen und so, die hat ja auch mal einen ganzen Monat sich vorgenommen, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Schaffst fast. Und das hat sie fast komplett geschafft. Das Problem war halt einfach, es hat ihr nicht gut getan. Glaube ich auch. Es war einfach zu hart für den Körper, vor allen Dingen so von, nicht von null, aber von weniger auf das. Und ich glaube auch, das bringt nichts. Ich glaube, mittlerweile ist man in der Sportwissenschaft ja auch so weit, dass man sagt, hey, du brauchst immer einen Tag Regeneration mindestens, wenn du ein echtes Training gemacht hast. Oder, ich meine, es gibt natürlich auch andere Trainingsmethoden, die Leute durchziehen, die zum Beispiel sagen, John Danaher und die Death Squad von ihm sind halt so, dass sie sagen, jeden Tag. Active Recovery. Jeden Tag, aber ganz kurz. Aber das sind Leistungsathleten. Die sind in Shape wie wir und niemals. Und John Danahers Körper ist kaputt. Der kann nicht mehr rollen, weil seine Knie so im Eimer sind. Das kommt aber von einem Rugby-Unfall. Aber das ist nicht die einzige Wunde, die er hat. Pass mal auf, das Ding ist einfach nur, dass er dann halt sagt, jeden Tag, und wenn ihr richtig im Arsch seid, dann aber auch nur auf 20%. Dann wirklich so leid es geht. Nehmen wir mal an, wenn ihr einen schwachen Tag Bankdrücken habt, würde er jetzt sagen, ja, dann mach 40 Kilo. Ich persönlich würde sagen, bleib zu Hause. Scheiß auf die 40 Kilo, die du dann da machst. So. Ja, aber warum nicht, wenn du an einem Tag wirklich so Gewicht heben und so einen Krempel machst und dann am nächsten Tag machst du halt Yoga. Geht auch. Ja. Das meine ich mit, also quasi Active Recovery, also einfach auch Variationen vielleicht. Nicht immer das Gleiche, vielleicht auch als Tipp. Guckt, Gott, findet was ihr mögt, Alter. Sport ist ja, so Bewegung ist ja oder so divers. Oder ihr geht zu so einem Sportkurs, wo der Trainer oder die Trainerin so hot ist, dass ihr immer ein bisschen horny seid und dahin gehen wollt. Ja. Das ist überraschend gut. Ich bin halt auch absolut nicht der Fitnessstudio-Typ. Ihr braucht irgendwas, was ihr nicht hasst. Das ist das Ding. Ja. Wenn ich euch jetzt sage, geht joggen und ihr hasst joggen, okay, ist over. Ihr werdet es nicht machen. Ich hasse joggen. Ja. Ich kann mich immer eine Zeit lang
zwingen, es zu tun, aber ich hasse es. Hm. Ich muss was machen, was ich auch nicht Spaß hasse. Machen. Also, ja. Aber mir macht es nur Spaß, eigentlich BJJ, Boxen, ab und zu liften. Das sind die drei Sachen, die mir Spaß machen. Der Rest ich finde auch schon Spazieren ist ein Anfang. Also, du, wenn finde, du 15.000 Schritte machst und du machst anderthalb Stunden, here you go. Ja. Da sind deine 500, 600 Kalorien. Ja. Ja. Oh, wichtiger Tipp, das ist übelst wichtig. Das hätte mir mal jemand sagen sollen, als ich noch jünger und viel Sport gemacht habe. Nur weil ihr Kalorien verbrannt habt, glaubt mal nicht, dass ihr die jetzt gerade geschenkt bekommen habt und die jetzt einfach wieder fresst. Ja. Das ist nicht, wie das funktioniert. Ja. Das machen nämlich ganz viele Leute, sind so, oh, jetzt habe ich die 30 Minuten Seilspringen, jetzt kann ich 600 Kalorien und schön eine ganze Tube Eis. It's not gonna work. Ist einfach nur ein nett gemeinter Tipp. Ich habe das so lange gemacht und es funktioniert nicht. Ich habe auch, das Problem ist ja auch, als ich ins Fitnessstudio gegangen bin, als ich damit angefangen habe, ne, und ich habe es ja wirklich durchgezogen. Ich war 3 bis 4 Mal die Woche im Fitnessstudio, bis dann Corona kam und es alles gebombt hat. Das waren so du hattest auch deinen Gym-Buddy, ne? Wie hieß er? Nee, der hat mich nur einmal, zweimal mitgenommen und mir das gezeigt und mir auch so ein bisschen die Berührungsangst mitgenommen und dann bin ich da immer alleine gegangen. Das war das, was ich daran geliebt habe. Dass du da in so einem Fitnessstudio kannst du ja einfach um 23 Uhr anrocken. Ja. Da sind da 6 andere Leute, Kopfhörer rein, machst dein Ding. Okay, da sind in der Ecke 2 Araber, die sich sehr laut unterhalten. Einer davon heißt Abu Hamza und ist ein Geist. Ja, aber ist ein Geist. Das war das Geile daran für mich, weil es eine meditative Sache war. Mhm. Gerade auch immer dieses ewig dieselben Bewegungen machen. Ja, und so. Rudern und so, ne? Rudern habe ich super gerne gemacht, genau. Ich ehrlich gesagt auch. Aber gehen jetzt Rudern nicht für das Studio langsam? Ich weiß es nicht. Ja, du kannst es machen, wenn du es riskieren willst, aber ich bin jetzt noch nicht, also ich bin geimpft zum zweiten Mal, aber ich bin noch nicht komplett aus dieser Phase raus. Mhm. Und vorher mache ich das nicht. Außerdem ist jetzt Sommer, jetzt kann ich Fahrrad fahren gehen. Ja. Kein Need. Aber was soll ich sagen? Ja, es muss Spaß machen. Ich glaube, das ist irgendwas muss man daran finden, was Spaß macht, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das waren so viele gute Tipps, oder? Es war jetzt nicht ein guter Tipp, sondern 6 gute Tipps. Und es geht einem so viel besser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass also mir geht es immer so viel besser danach. Ja, so, das wollte ich sagen, weil du das gesagt hast. Ich habe nach dem Fitnessstudio, bei meinem Fitnessstudio, wo ich immer hingegangen bin, ist da unter Max und Moritz, so dünner Bulle, wo ich seit 30 Jahren hingehe. Ja. Und versuch mal nach dem Fitnessstudio, wenn du 1,5 Stunden gerade was gemacht hast, daran vorbeizugehen. Ich habe straight up einen Döner gekauft. Ja. I get it. Oder halt einen von diesen Proteindrinks getrunken. Ja. Das ist auch okay, ihr könnt ein bisschen. Ihr solltet ja nicht tothungern, muss ja nicht in einem Kaloriendefizit von 800 sein oder so am Tag. Aber es ist für den Kopf gefährlich, wenn ihr anfangt, so zu denken. Genau, und so ein extremes Ding, also dass man dann auch nicht isst zum Beispiel, halte ich für richtig falsch. Also, ja, da verbrennt dein Körper halt Muskeln. Genau, und vor allen Dingen fühlst du dich immer miserabel, du bist immer hungrig, du bist immer scheiße drauf. Und wie sollst du da motiviert sein? Das kann ja nicht funktionieren. Was übrigens auch noch hilft, letzter Satz, ihr müsst ein bisschen vielleicht auch versuchen, den Schmerz geil zu finden. Das ist das, was mir immer geholfen hat, weil ich kann das in meinem Kopf voll glorifizieren, so Erschöpfung, Schmerz. Aber das hast du in der Kindheit gelernt. Ich bin letztens, als wir mit Ivan so ein bisschen rumgejoked haben, voll in den Knie von ihm gerannt. Und ich fand's mega geil. Ja, ich war ein bisschen. Ich hatte sofort einen Halbsteifen. Und Ivan war so, sorry, und ich war so, okay, geil. Das ist so, es geht um euren Kopf. Betrügt euch ein bisschen. Wenn ihr anfangt, das ein bisschen geil zu finden, diese Erschöpfung, den Schmerz, das am Ende sein. Du hast gerade CrossFit erklärt. Weil das sind alles Leute, ich glaube, die sind straight up Masochisten und bisschen Selbsthass ist nicht verkehrt bei sowas. Ey, mein Trainerkumpel meint halt auch, du erkennst halt CrossFit-Leute ganz oft daran, dass die so Striemen haben. Mhm. Und zwar, weil die bei ihren Übungen, es gibt so Übungen mit so Stahlseilen und so, wo man so ziehen muss und so. Oder ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, irgendwelche Lifting-Sachen, aber halt mit so Seilen und so. Und das kann dir halt entgleiten und dann kriegst du halt wie so ein Peitschenschlag hinten drauf. Die machen da auch Desinfekt. Die sind so Leute, die machen Desinfekt und wenn es brennt, mögen die es auch. Ne? Also, wenn man so kleine Wunde hat am Finger oder so. Ich habe immer dafür eine Zitrone dabei. Und trinkt Wasser. Trinkt einfach Wasser. Das ist kein Zuckerscheiß. Das wäre sehr. Aber nicht vom Fotoshooting. Ja. Richtig? Vom Fotoshooting 3 Stunden vorher einen Löffel Salz. Und was auch viel Kalorien verbringt, und das ist mit Abstand die schlimmste Überleitung, die ich jemals gemacht habe, ist Ficken. Aufzustehen. Und Laptop aufzumachen und uns auch für YouTube zu abonnieren. Damit können wir abonnieren. Übrigens, genau. Okay, schade. Aber es gab in den Ende der 90er gab es mal so einen richtig geilen Pro-7-Film, ich habe ihn nie ganz gesehen, weil der so schlimm war. Und es sollte eine Komödie sein und der hieß Die Sex-Diät. Habe ich gesehen. Die was? Alexandra Neldl oder so? Nee. Sowas. Dirk Bach? Keine Ahnung. Nee, das war eine Frau, die hatte kurz Heat. Die hat man leider ein bisschen vergessen, wie die hieß. Die hat danach nicht mehr viel gemacht. Irgend so eine Marielle Ahrens-Figur. Genau. Okay, hast du gerade abgewunken, weil du sie kennst und ich wollte es nicht
dass ich jetzt auch Marianne Arendt. Nee, ich kenne die. Also ich kenne weder Marianne Arendt noch die Frau, die da mitgespielt hat. Nee, aber ich weiß, du weißt, dass ich. Ne, also ich weiß wirklich völlig, was du meinst. Es ging um so eine Redaktion, die haben dann rausgebracht, hey, mit Sex kann man richtig gut Gewicht verlieren. Genau. Und die waren halt so eine Frauenzeitschrift und dann musste sie das ausprobieren? Oder was war die Prämisse? Ach, nee, die wollten einfach. Nee, sie wollte abnehmen, um ihren Ex-Freund zurückzubekommen. Deswegen hat sie das mit ihrem besten Funktioniert Freund. Funktioniert übrigens nie. Funktioniert nie. Ja, also. Tut mir leid, Gewicht war meist nicht das Problem in einer Beziehung. Ja, muss absolut. Man leider sagen. Witzig. Okay, das war Verprügelung mit Punchlines. Yes. Schaltet auf jeden Fall auf Patreon mal dazu, weil wir mal in der Plus-Folge gehen wir mal richtig in die Tiefe, reden wir mal über Kenny Jebsen. Ja? Wollen wir nochmal ein bisschen flexen am Ende? Flexen mit Jebsen? Lass nochmal flexen. So heißt die Plus-Folge, flexen Jonas, mit Jebsen. Du musst flexen, jetzt. Ich habe wirklich keine Kraft mehr. Stimmt, okay. Alrighty. Kommt gut nach Hause. Nehmt immer die volle Kaution. Gott schütze das Internet. Tschüss. Ciao. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt. Punchlines. Verprügelt. Mit Punchlines.